Stefan Morsch war bis Anfang 1984 ein ganz normaler 16-jähriger Schüler. Dem sportlichen Jungen war seine tödliche Krankheit nicht anzusehen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, dieser Abend, als dann der Stefan diese Bauchschmerzen hatte. Und das war eigentlich dann der entscheidende Punkt. Bauchschmerzen, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen. Und dann mit den Bauchschmerzen hier nach Birkenfeld zum Hausarzt gefahren. Und der hat dann Untersuchungen gemacht und der hat die Blutwerte gemacht, die ersten. Und der hat dann ja auch die Uniklinik überwiesen und hatte schon die Verdachtsdiagnose der Leukämie dann. Ja. Also praktisch, wenn man so will, ein Todesurteil ausgesprochen. Und das wollten wir halt nicht hinnehmen. Die Familie kämpfte. Eine Behandlung war, wenn überhaupt, nur in den USA möglich. Stefan sollte fremdgespendetes Knochenmark transplantiert werden. Ein hochriskantes, weil unbekanntes Verfahren und dazu sehr kostspielig. Als endlich eine US-Klinik gefunden war, kam der Rückschlag. Das ist aber erst in den letzten Tagen so schwer auf uns hereingebrochen, weil wir plötzlich gehört haben, dass zu den direkten Transplantationskosten noch 50.000 Pfund, also umgerechnet 190.000 D-Mark, fällig werden. Und da muss ich sagen, da war dann plötzlich mein Latein am Ende. Es wäre gar nicht zu dieser Transplantation gekommen, wenn nicht die gesamte Bevölkerung hier mitgewirkt hätte. Das gab damals Szenen, wo hier Schlangen vor den Banken standen, um Spenden einzuzahlen. Das war enorm. Und so konnte Stefan dann doch den Koffer packen, um sich in den USA behandeln zu lassen. Ich erinnere mich an die Aufregung, als er natürlich dann in die USA geflogen ist, an die Angst, die man auch hatte. Großes Journalistenaufgebot heute Morgen auf dem Flughafen Köln-Bonn. Die Aufmerksamkeit galt dem 16-jährigen Schüler Stefan Morsch aus Birkenfeld, der zur Stunde auf dem Flug nach Washington ist. Der Junge leidet an Knochenmarksblutkrebs. Letzte Chance ist eine sehr kostspielige Transplantation in einer Klinik in Seattle. Bis heute sind rund 310.000 Mark an Spenden aus der Öffentlichkeit dafür eingegangen. Bist du sehr aufgeregt vor dem Flug und vor der Operation, die bevorsteht? Ja, jetzt bin ich schon aufgeregt. Also ich wäre froh, wenn es vorbei wäre. Stefan war der erste Europäer, der sich einer Transplantation von fremdgespendetem Knochenmark unterziehen konnte. Damals war diese Art der Behandlung medizinisches Neuland. Selbst in der Klinik in Seattle. Wenn auch der verantwortliche Arzt Jahre später für diese Leistungen den Nobelpreis erhielt. Tatsächlich ist die damals in Seattle angewandte Methode bis heute die Chance, den Blutkrebs zu besiegen. Voraussetzung ist, den passenden Spender zu finden. Und das war 1984 die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Trotzdem gelang es. Obwohl weltweit keine Spenderdatei existierte und Datenaustausch untereinander ein Fremdwort war. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Spender gefunden haben. Das ist selbstverständlich. Man muss natürlich dazu sagen, dass es auch ein langer Kampf war, um dieses zu erreichen, das also nicht auf dem normalen Wege lief, sondern ich praktisch aus dem Stand heraus das selbst bewerkstelligen musste, da ich nicht viel Hilfe dabei hatte und eben direkt nach London gefahren bin an dieses Institut. Man ging in Deutschland davon aus, dass es für andere Länder gar nicht offen sei und man das bisher auch gar nicht von Deutschland her in Anspruch genommen hatte, sodass ich praktisch für die deutschen Patienten erstmal diese Spenderbank, wenn man so will, geöffnet habe. Die genetischen Merkmale des Spenders kamen denen von Stefan sehr nahe. Damit sollten nach einer Übertragung seines Knochenmarks die Abstoßungsreaktionen im Körper des Patienten minimiert werden. Ziel war der Aufbau eines neuen blutbildenden Systems im Körper von Stefan. Die Bevölkerung hat praktisch mitgefiebert und man hat mir dort gesagt, das gibt es gar nicht, wie viele Leute jetzt abends am Fernsehen sitzen und sich dieses anschauen. Wie geht das vorwärts? Die Transplantation glückte. Der blonde Junge aus Deutschland war die medizinische Sensation. Alles schien darauf hinzudeuten, dass er Weihnachten 1984 wieder daheim sein konnte. Ich erinnere mich ganz besonders an den Tag, als mein Vater heimkam, dann im Sommer nach der Transplantation schon. Und,
und gesagt hat, wir müssen sofort auf die Botschaft, wir müssen ein Visum holen, wir fliegen nach Amerika. Und als erstes war die Freude einfach nur riesengroß, wir fliegen nach Amerika. Und dann kam aber auch der Nachsatz, dem Stefan geht's nicht gut und die Ärzte wissen nicht, wie lange er noch lebt und wir sollen doch kommen. Aber die Abstoßungsreaktionen im Körper des Jungen schwächten ihn weiter. Die Ärzte bekämpften sein starkes Fieber ohne Erfolg. Obwohl seine Leukämie durch die Transplantation besiegt war, starb Stefan am 17. Dezember 1984 in Seattle an den Folgen einer Lungenentzündung. Aber der junge Mann hatte angesichts seiner Erkrankung und der chaotischen Begleitumstände zu seiner Rettung ein Vermächtnis formuliert. Es gab da vor laufenden Fernsehkameras eine Frage an ihn, wie er denn nach seiner Heilung das sehen würde und was man machen möchte. Und ich wurde gefragt, was ich denn dazu jetzt sage. Und zu dem Zeitpunkt lief bei uns in Seattle schon aus aller Welt die Anfragen ein von Erkrankten, an Leukämie erkrankten Patienten. Was können wir tun und können wir denselben Weg gehen? Wie geht das am besten und so weiter? Und Stefan war dann der Meinung, Papa, das machst du dann, eine Datei aufbauen, damit man wirklich auch anderen Patienten helfen kann. Und er wollte mir dabei, da ich zum damaligen Zeitpunkt wirklich nicht der EDV-Mann an sich war, wollte er mir das alles aufbauen und mir dabei behilflich sein. Er hat mich praktisch in diese Rolle damals vor laufenden Kameras hineingedrückt. Ich hatte das sicherlich davor nicht so im Sinn gehabt. Eine Datei zum Datenaustausch von möglichen Spendern musste her. Nur so können die genetischen Merkmale von Patienten und Spendern effektiv genutzt werden. Seitdem organisiert die Stefan-Morsch-Stiftung Spendersuchen, vorwiegend in ganz Deutschland. Überall, wo ein Leukämiekranker die Hilfe der Stiftung anfordert. Denn die Kosten für die Analyse der Spenderblutproben werden von keiner Krankenkasse bezahlt. Wenn für einen Patienten im weltweiten Dateinetzwerk kein passender Spender gefunden wird, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Um diesen zu gewinnen, finanziert die Stiftung die schnelle Analyse von immer neuen möglichen Spendern. Jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 40 kann Spender werden. Im eigenen Labor werden die Blutproben der potenziellen Spender analysiert, um dann international abrufbar zu sein. Die Stefan-Morsch-Stiftung betreibt auch eine eigene Apheresestation, wo die Spenderstammzellen der registrierten Spender ambulant gewonnen werden können. Diese Stammzellen werden dann ohne Zeitverlust per persönlichem Kurier auf direktem Wege zum Patienten gebracht, weltweit. Damit sind die Chancen, Blutkrebs zu besiegen, um ein Vielfaches gestiegen, seit Stefan transplantiert worden ist. Dazu kommt das finanzielle Engagement der Stiftung, die Behandlungsmöglichkeiten in spezialisierten Transplantationseinheiten verschiedener Kliniken noch effizienter zu gestalten. Inzwischen beschäftigt die Stefan-Morsch-Stiftung fast 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Birkenfeld an der Nahe. Aus dem Schicksalsschlag, der die Familie vor mehr als 30 Jahren traf, hat sich mit der Stiftung eine Organisation entwickelt, die der Diagnose Blutkrebs weltweit den Schrecken nehmen hilft. Es ist jeden Tag eigentlich ein Zeichen dafür, so blöd wie es sich anhört, aber dass der Stefan nicht umsonst gestorben ist. Also da ist was, durch ihn ist das alles ins Rollen gekommen, durch ihn läuft das Ganze weiter. Und das ist mit Sicherheit auch für uns alle über all die Jahre immer irgendwo ein Stück Trauerarbeit gewesen, auf der einen Seite. Und gleichzeitig ist es einfach dieses, er ist nicht umsonst gestorben und wir können was tun, es muss anderen nicht so gehen wie dem Stefan. Bisher wurden mehr als 500.000 Spenderinnen und Spender für die älteste Datei Deutschlands gewonnen. Jährlich werden 600 Spender zur Abgabe einer Stammzellspende aufgefordert. Die Stefan-Morsch-Stiftung ist weltweit mit allen Dateien und Transplantationszentren vernetzt. Und so kann das Team der Stiftung täglich Leukämie- und Tumorkranken das Leben retten.